Wenn dieses Mobil in den Ort rollt, dann wird rangeklotzt. Der Schalibber Angelverein drüben hatte das MDR Mitmachen statt Meckern-Team um Hilfe gebeten und die Fernsehcrew rund um den Moderator Michael Wasian hat nicht lange auf sich warten lassen. Dem Schalibber See soll es an den Kragen gehen. Während des Hochwassers 2013 ist jede Menge Schlamm in den See gelaufen. Abgestorbene und umgefallene Bäume in der Uferzone bilden eine Gefahr und die wird heute mit vielen Helfern beseitigt. Bevor es so richtig losgehen soll, gibt es schon die ersten Schwierigkeiten. Ausgerechnet der Kleinbus mit den Schülern der Grundschule ist in dem schlammigen Feldweg stecken geblieben. Aber so etwas wirft die Viertklässler nicht aus der Bahn. Wo der Bus nicht durchkommt, geht es eben zu Fuß weiter. Und auf halbem Weg werden sie schon von Michael Wasian und seinem Team erwartet. Tag. Hallo. Da habt ihr extra schulfrei bekommen für diesen Projekttag hier. Hallo. Ja. Und dann gleich so eine Pleite. Keine Pleite, das hört dazu. Mit schwerer Technik wird schnell denen geholfen, die es nicht selbstständig durch den aufgeweichten Weg schaffen. Keine Schwierigkeiten hat der Traktor, der einen Hänger, in dem man mal Pause machen kann, zum See bringt. So ein Zufluchtsort ist wirklich nötig, denn es regnet den ganzen Tag. Schlechtes Wetter scheint den Schalibbern und Kliezern aber nichts auszumachen, denn Michael kann jede Menge Helfer begrüßen. Initiator des Einsatzes ist Dirk Hoffmann. Der Vorsitzende des DAV Havelberg, Sektion drüben, hatte die zündende Idee und nicht nur die Angelfreunde sind seinem Aufruf gefolgt. Der Mitmachen statt Meckern-Chef erklärt den Helfern, wie so ein Einsatz, der durch das Fernsehen begleitet wird, läuft. Bis zum Nachmittag halt, ich erkenne es schon ein bisschen, wie das abläuft, halt mit dabei, bis wir wirklich halt ein vorzeigbares Ergebnis haben. Das soll ja jetzt hier nicht Fernsehshow sein, sondern damit sie auch letztendlich was von haben und ihre Probleme gelöst werden. Und deshalb haben wir uns gedacht, halt trommeln wir jede Menge Leute, Herr Hoffmann, zusammen sozusagen. Also schön, dass sie unserer Einladung oder seiner Einladung in meinem Namen gefolgt sind. Was war denn heute vor? Der Grund ist der, dass wir ja, also zum einen, ich bin ja auch keine 20 mehr und vergesse schon ganz viel. Nein, der wahre Grund ist der, wir arbeiten ja mit einer Hauptkamera und dann kann die entweder halt seine Antwort aufnehmen oder meine Frage. Und später kann ich das dann einfach hin und her schneiden, wenn ich zwei Varianten habe. Dann habe ich vielleicht, sehen Sie, jetzt hat die Kamera keine Chance, halt egal was ich sie frage, halt nicht aufzunehmen. Da gibt es höchstens einen sprechenden Hintern, aber auch gar nicht. Und einen Typen, der hier irgendwie den Arm wackelt. Und deshalb halt, das ist der Grund, weshalb ich die Sachen zweimal frage. Und antworten Sie mir auch. Das muss nicht wortwörtlich das Gleiche sein. Dann wird die Arbeit verteilt. Eine Gruppe ist für das Fällen und Zerlegen der Bäume verantwortlich, die andere Gruppe bringt Holz auf den Hänger oder zum Lagerfeuer. Aber ich habe mir gerade ja meine Schimpf geklaut, die gehört jemand abgesprochen, aber ich muss zum Urlaub. Alles klar. Für den Fall aller Fälle ist auch ein Boot vor Ort. Sie können es einfach. Mit der richtigen Schutzbekleidung ausgerüstet sorgen Horst Päsler und sein Kollege Henry Scheffler von der Bundesforst dafür, dass die abgestorbenen Bäume fachgerecht gefällt und zerlegt werden. Prima macht ihr das. Mit von der Partie ist auch Uta Braun vom Jugendclub mit Khaled und Kamal, zwei Flüchtlingen aus Afghanistan, die in Klietz ihre Lehre als Automechaniker absolvieren. Ausgefeilte Technik. Ein Kameramann installiert eine Kamera, die dann beim Fällen des Baumes eine ganz besondere Perspektive zeigt. Leider hat meine Kamera solche Bilder nicht gemacht. Aber dafür habe ich unsere Volksstimme-Reporterin Anke schön vor einem fallenden Baum erwischt. Thank you.
Beim Fachsimpeln mit den Anglern erfährt Michael Vasian, dass der See vor der Flut 2 bis 4 Meter tief war und jetzt teilweise nur 40 Zentimeter Wassertiefe für die Fische zur Verfügung stehen. Darunter ist eine 2 bis 4 Meter tiefe Schlammschicht. Der dichte Bewuchs mit Wasserpflanzen hat, zusammen mit dem Schlamm, dafür gesorgt, dass die Fischvielfalt lange nicht mehr so ist wie vor der Flut. Trotzdem geben die Angler nicht auf, halten die Uferzonen in Ordnung und hoffen auf guten Fang. Zum Sauberhalten des Ufers gehört auch das Mähen des Schilfes an den Stehen. So wie es hier der Angelfreund Helmut Pesler macht. Schwere Technik ist bei diesem Kavenzmann gefragt, aber so ganz allein schafft es der Teleskoplader nicht. Aber es gibt ja den Mann für alle Fälle. Heinz Pesler von der Bundesforst packt es an. Harte Arbeit gibt es auch für Michael. Nach einer gefühlten halben Stunde fällt dann der Klotz von der Garn. Also als das Hochwasser sich zurückzog, hatten wir sehr viele tote Fische auf dem See, die wir zusammensammeln mussten. Und nach dieser Situation war es natürlich schwierig, neuen Besatz ranzukriegen und auch einzusetzen. Aber sie haben es geschafft. Und nach der Schonzeit für einige Fischsorten darf wieder nach Herzenslust geangelt werden. Wer arbeitet, muss sich auch stärken. Dafür sorgen die Frauen des Heimatvereins Scharlibber Freunde. Was bist du? Ich hab gesehen, du hast frech in der Hand. Die nehmen ja das auch alle ab, oder irgendwas. Und wart ihr fleißig? Ja. Habt ihr euch das Essen auch verdient jetzt? Ja. Zum Alter des Wagens haben sie ihre ganz eigene Meinung. Der hat nämlich nicht nur den Ersten Weltkrieg überlebt, sondern schon länger. Nicht ganz so alt ist das Boot, das nun doch nicht gebraucht wird. Also wieder rauf auf den Wagen. Geschafft. Schnell noch das Umfeld sauber fegen und dann ist die Arbeit getan. Bevor es nach Hause geht, möchte ich schnell noch unsere fleißigen Helfer in den blauen MDR-Jacken vorstellen. Wer hat die Fotos geschossen und gestaltet die Internetseite zum Beitrag? Das ist die Sabine. Das ist die Sabine. Ne? Mal, das ist der Kameramann, der so immer im Stillen von der Seite oder von oben oder von unten und manchmal eine Kamera an einen Baum anbindet, der dann umfällt. Wie heißt der Kameramann? Danny Ebeling. Du bist der Danny. Dankeschön. Der Alex schleppt die schwere Kamera und der Thomas sorgt für den guten Ton und schimpft immer, wenn der Wind da so rinfällt. Naja, und der Mann hat gezeigt, dass er gut moderieren und genauso gut anpacken kann. Dankeschön, Michael Vasian, an dich und dein Team. Und ein ganz besonders dickes Dankeschön an alle fleißigen Helfer. Vielleicht gibt es ja mal wieder eine Aktion gemeinsam mit dem Team von Mitmachen statt Meckern.